Dienstältester FC St. Pauli-Spieler, 120, also rund 10 Jahre dabei, 120 Spiele. Das haben wir vorhin nochmal gegoogelt. 5 davon in der Bundesliga, 4 Tore und eigentlich Verteidiger, oder? Ja, ich sag mal Defensiv-Allrounder. Also ich bin, hab in der Abwehr angefangen und werde jetzt so langsam wieder ein bisschen weiter nach vorne geschoben und ins Mittelfeld gestellt vom Trainer und fühle mich eigentlich auf dem Platz wohl, egal wo der Trainer mich hinstellt. Das ist schon mal gut. So, jetzt hast du vor kurzem endlich dein Comeback gefeiert. Du warst 3 Monate verletzt, dann ausgerechnet mit grippalen Infekt bettlägerig während der englischen Woche. Vergangene Woche hat dich jetzt aber das Hamburger Abendblatt gesund geschrieben, deshalb konntest du wieder spielen. Ja, ich habe leider mit meiner Grippe mehr Spiele verpasst als mit meinem Außenbandriss im Knie. Da war nämlich die Winterpause zwischen und mit der Grippe habe ich leider durch die englische Woche, glaube ich, 4 Spiele verpasst. Jetzt bin ich froh, wieder fit und gesund zu sein, darf jetzt leider noch ein Spiel pausieren wegen meiner 5. gelben Karte und was ein Spielsperre bedeutet und freue mich dann in Freiburg wieder angreifen zu können. Wie steckst du das weg? Also gerade wenn es vielleicht auch möglicherweise eine Fehlentscheidung ist. Ich habe da kein Gelb gesehen, ich bin Fachfrau, also ärgerst du dich lange oder kommst du irgendwann klar? Ja, kann man nicht ändern, ne? Der Schiedsrichter hat es entschieden und ich hätte mir auch kein Gelb gegeben natürlich. Aber ja gut, was bringt es mir, mich lange damit aufzuhalten? Es ist so Tatsachenentscheidung. Gegen Union kannst du zu mir auf die Gegengerade kommen. So, das ist doch mal ein Angebot. Pass auf, wir sind hier ja auf dem Balkon am Spielbudenplatz. Weckt das irgendwelche Erinnerungen bei dir? Also bis auf, dass wir jetzt keine Komparsen haben oder nicht 10.000 Pauli-Fans? Ja, ich habe hier ein paar Meter weiter schon mal gestanden, schon 2-mal gestanden und ja, auf jeden Fall sehr, sehr schöne Erinnerungen. Ne? Die beiden Aufstiege in die zweite Liga, einmal aus der Regionalliga in die zweite Liga, habe ich noch mit ein bisschen Abstand betrachtet oder noch nicht so viel zu beigetragen. Und dann ein paar Jahre später natürlich hier der Aufstieg in die Bundesliga, ja, ein Highlight, möchte ich eigentlich noch mal erleben, ganz gerne. Das fing ja vorher schon an, ne? Beim Spiel in Fürth war das Fürth und manche Spieler dachten, sie wären in Nürnberg. Wie hast du es erlebt damals? Wie kann man sich in dich reinversetzen? Ich habe das Ganze leider hier aus Hamburg verfolgt. Ups. Ja, ich durfte an dem Wochenende bei den Amateuren mitspielen. Für die ging es auch um den Klassenerhalt in der Regionalliga und habe das Ganze dann leider hier in Hamburg mitverfolgt. War dann nachher aber froh und glücklich, zu den Kollegen dazu stoßen zu können am nächsten Tag. Und auf dem Balkon zu feiern. Er ist noch möglich, der Aufstieg in die Bundesliga, durchaus. Bei Fans ein bisschen umstritten diskutiert, manche sind dafür, manche sind dagegen. Möchtest du aufsteigen? Auf jeden Fall. Also, als Sportler habe ich den Anreiz, so hoch wie möglich zu spielen und das ist in Deutschland die erste Liga und wenn man die Chance hat aufzusteigen, dann möchte man das auch auf jeden Fall machen, um sich dann mit den Besten messen zu können. Da könnte es ja, wenn er denn nicht absteigt, auch wieder ein Derby geben. Wenn der HSV nicht absteigt, könnte es nochmal so ein Sieg. Wie wäre das? Auch eines meiner Highlights. Derby-Sieg in, wie hieß das damals, AOL Arena? Weiß man nicht, irgendwo St. Elling. Die wechseln ja immer die Namen da. Ja, ein Highlight gewesen, das Derby zu gewinnen. Auch da habe ich leider nur auf der Bank gesessen, aber war mit dabei und Atmosphäre im Stadion war fantastisch und ja, überragend. Du hast ja auch eine Vergangenheit beim HSV. Wie sind so deine Erinnerungen daran? Oh, jetzt wird ja ein bisschen fast der Kopf geschüttelt. Wie blickst du zurück? Ja, ich habe da auch mal 4 Jahre gespielt. Ich war jung. Ich war Szenenapplaus. Ja, ich war 10 Jahre alt, konnte da wahrscheinlich selber noch gar nicht so viel mitentscheiden. Haben sicherlich meine Eltern irgendwie mitentschieden. War bestimmt auch gar nicht so verkehrt irgendwie für die fußballerische Ausbildung, von dem kleinen SC Concordia zum großen HSV zu gehen und da ein bisschen ausgebildet zu werden. Dann hat man mir da irgendwann die Tür zugemacht und damals ist für mich da eine kleine Welt zusammengebrochen und heutzutage bin ich da sehr froh drüber, wie es dann gelaufen ist und für mich weitergegangen ist. Bin ich sehr froh drüber. Eine Tür zugemacht.
Eine Tür zugemacht, ja. Eine Tür zugemacht. Gut, du hast beim FC St. Pauli Liga unabhängig bis 2018 verlängert. Das ist auf jeden Fall ein Bekenntnis. Jetzt aber mal Butter bei die Fische. Was muss passieren? Wer muss kommen, dass du hier doch noch den Verein wechselst? Ja, also ist kein Geheimnis. Ich würde gerne mal in England spielen, da in der Premier League natürlich. Der FC Liverpool ist so mein Traumverein. Ich weiß nicht, ob hier irgendwie jemand die Nummer von Kloppo hat, sonst... Ich finde die raus. Wäre eine Möglichkeit, kannst du mir dann beim Unionsspiel sagen, wenn wir zusammenstehen. Ansonsten habe ich auch kein Problem damit, hier irgendwann in 7, 8, 9 Jahren meine Karriere zu beenden. Ich glaube, so einige von uns haben kein Problem damit. Du bist auch, also du giltst als sehr fannah und es gibt ja nicht nur, oder gab nicht nur Aufstiege, es gab auch wackelige Saisons und zum Beispiel die letzte, abstiegsbedroht. Wir sind fast abgestiegen und du bist, als es denn hieß, Klassenerhalt geschafft, mit dem Sonderzug nach Hause gefahren, mit den ganzen Fans. Was war das für ein Erlebnis? Ja, das war auch ein Highlight. Wir sind in Darmstadt aus dem Stadion ungeduscht zur Straßenbahn gesprintet. Robin Himmelmann, unser Trainer und unser Präsident, wir waren zu viert und haben dann gerade so die Straßenbahn bekommen. Die war natürlich voller Darmstädter. Die haben sich natürlich gefreut, weil die gleichzeitig aufgestiegen sind in die Bundesliga. Wir waren eine sehr entspannte laute, feuchtfröhliche Rückfahrt oder Fahrt zum Bahnhof in Darmstadt. Und dann natürlich die Rückfahrt im Sonderzug war auch fantastisch. Also wir haben gesagt, wir steigen vorne im ersten Wagen ein und versuchen einmal durchzugehen bis in den letzten Waggon. Aber ich glaube, Wagen 3 ist das dann nachher geworden. Sind also nicht so weit gekommen. Und dann sind wir hier natürlich noch zum Knust, wo dann die Klassenerhaltsfete lief. Ja, schöner Abend, ja. Da war ich dabei. Und Lean war ja auch im Sonderzug, bei den Fans auch echt beliebt. Kannst du das, wie kommst du mit dem klar? Ja, den habe ich da die ganze Fahrt über nicht gesehen. Ich glaube, der ist im letzten Waggon eingestiegen und hat auch irgendwie nur 1, 2 Wagen weiter geschafft. Ja, passt, glaube ich, sehr, sehr gut zu dem Verein. Vorhin gehört wie die Faust aufs Auge, aber das tut eigentlich weh. Aber das kann man in dem Fall, glaube ich, schon sagen, dass der hervorragend hierher passt. Genauso. Kurze Frage noch, du engagierst dich auch für die St. Pauli Rabauken. Was machst du da genau? Ja, ich bin Pate der Rabauken. Ist gleichzeitig verbunden damit, dass ich des Öfteren mal das eine oder andere Camp von denen besuche. Da finden immer in den Ferien sehr, sehr viele Fußballcamps mit den Jugendlichen und Kindern statt. Und das ist dann meine Aufgabe, irgendwie da mal mit hinzugehen und mit denen ein bisschen zu kicken und Frage-Antwort-Runden, Autogrammstunden und sowas alles. Wir hatten jetzt letzte Woche gerade einen Fototermin noch für die neuen Autogrammkarten und der macht immer Spaß, so viele Kinder leidenschaftlich Fußball spielen zu sehen.